Hallihallo und Mahlzeit. Willkommen zurück in Rhea. Wir sind immer noch unterwegs mit Linda in Children of Mordor. Auf Mordor. Nicht auf Mordor. Das wäre natürlich auch cool. The halls of Anaya Dire, so mesmerizing in their magnificence, were to be found at the end of a long road. And a hero never knows what is awaiting them at the end of a road. Moving is more important than reaching. Super. Na, wir haben letztes Mal hier einen Begleiter bekommen. Wie heißt er? Ein Scherbenwerfer. Und wir haben noch die Flammen von Atar. Steckt Gegner in Brand. Sehr gut. Jetzt werden wir uns mal hier um die zweite Stage kümmern. Die haben wir bisher noch nicht geschafft. Dann können wir uns unsichtbar machen. So zum Beispiel. Falls die Gegner uns zu nahe kommen. Weil das jetzt hier schon richtig übel ist. Da kommen auch schon die fetten Spinnen, die Türen uns vergiften. Genau mit diesen grünen Kugeln, die sie schießen. Und Level up. Nice. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir können das dann noch leveln, aber wir müssen noch ein Level machen. Dann können wir mehr Ausdauer freischalten. Und da haben wir schon wieder Elite. Sieht gut aus. Ich glaube, wir können es schaffen. Wir hauen mal hier mehr Damage raus. Sehr gut. Nice. Da haben wir schon den vierten Edelstein. Die Brosche aktiviert. Jetzt machen wir mehr Schaden. Aber wir bekommen auch die ganze Zeit Schaden. Das heißt, wir müssen schnell hier alles clearen. Da das Bäumchen noch. Brauchen dringend Heal. Nice. Wir brauchen dringend was zum Heilen. Man kann die Brosche wohl nicht mehr deaktivieren. Also wir lassen lieber unseren Begleiter machen, oder? Doch, wir kriegen trotzdem Schaden, also es bringt nichts. Wir müssen trotzdem weiter draufballern. Wir kriegen einfach Schaden über Zeit. Damn! Ich glaube, das war's gewesen. Doch, wir haben wieder ein bisschen Leben bekommen, sehr gut. Unsichtbar. Aufpassen, nicht uns selbst killen. Also ich glaube, dieser Schaden über Zeit Faktor ist beendet. Und wir müssen durch die erst ballern wir noch ein paar weg. Auf die droppen mal endlich was Lebenmäßiges. Oh, weg. Damn. Schade.
Also die Brosche tun wir so schnell nicht nochmal benutzen. Ich dachte, das hält halt nur für ein paar Sekunden. Aber das hält halt dauerhaft. Aber auf jeden Fall haben wir gut Geld gemacht. Können wir uns auf jeden Fall wieder was in Bens Werkstatt gönnen. A set of daggers made just for him. They would be his guide to finding himself, his focal point. The boy tested them. They felt good. Not too heavy, not too light. Like an extension of himself. Uncle Ben suggested a few practice swings outside. The daggers sliced the air, guided with an easy grace. His nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. But the boy's mother had words on that subject. Two of her children were already risking their lives, and she would not have her precious little boy out there as well. Regretfully, he took the daggers away. Who was he to argue with a mother when it involved her child? Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them, meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. Du wirst wahrscheinlich einer der nächsten spielbaren Charaktere werden. Kevin. Also wir schauen mal in Bens Werkstatt vorbei. Und was ja, Schnelligkeit, erhöht die Geschwindigkeit. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Oder noch mehr HP oder noch mehr Damage. Zeigen wir mal Geschwindigkeit, da haben wir einen guten ausgeglichenen Bild. Dann haben wir hier Linda, hat uns was zu erzählen. Nothing could quite match the calm that Linda felt playing her violin. Its sublime sound, the perfect counter to the nerve-wracking uncertainty and chaos. Okay. Da haben wir noch ein When light Story. Faded from the sky, most were fast asleep. Mary would write about her family, immortalizing them for future generations. Okay. Das war's. Bibliothek, haben wir da was Neues? Nicht wirklich. Alles klar, dann geht's wieder zur Kapitelauswahl. Sagen, eine Runde machen wir noch. Sagen, wir machen noch mal eine Runde mit Linda. Das hat ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall. Vor allem ist sie, glaube ich, auch bald schon wieder Level Up. Dann können wir nämlich schon wieder das nächste Skill freischalten. Und da sind wir wieder in den Seidenhöhlen. Das war knapp. Unser ganzes Stamina war aufgebraucht. Und weg. Weg. Nice. Gutes Timing. Schon wieder Fettkohle ja machen. Das ist natürlich wichtig, dass wir immer gut Geld einsammeln, damit wir natürlich unseren Progress vorantreiben. Ja, auch irgendwann mal die Seidenhöhlen schaffen können. Das wäre natürlich nicht schlecht.
Bis jetzt sind wir mit Linda ganz gut vorangekommen. Wir haben auch schon einmal den Elite-Gegner geschafft. Das heißt, wenn wir so weitermachen... Da liegt doch noch was, oder? Nein. Da haben wir schon wieder einen Bonusraum. Can the body endure the mind's gamble? Oh, ich weiß nicht. Sollen wir wieder die Mitte nehmen? Gut, wenn es keine Elite dabei. Oh, weg. Keine Stamina. Na, triff doch. Ja, ja, yes. Super. Aber es hat uns nichts gebracht. Das ist ja doof. Nur einen Edelstein, okay. Schauen wir mal hier unten. Oh, damn. Das könnte unser Todesurteil sein. Oh, muss schon hart strugglen. Dann sind wir schon wieder so low HP. Da waren noch einige Gegner. Da noch ein Bäumchen. Oh, damn, damn, damn. Oh, es ist so knapp. Der Baum tanzt immer noch. Und noch 10 Kilometer Skelette im Anmarsch. Die können wir mal hier mit wegmachen. Oh. Mal gut, seit er kein HP mehr verloren, seit dem Bonusraum. Und wieder ein Edelstein. Super gut. Also hier gibt es nichts mehr. Das heißt, wir müssen durch die nächste Tür. Das war gut. Oh, fast beide auf einmal gekillt. Oh, damn. Zu spät eingesetzt, die Attacke. Waren die Gegner schon zu nah gewesen? Oh, ich hab sie zu spät gesehen, da die kleinen Spinnchen. Super. Oh, wir haben nur noch 13 HP, das ist echt übel. Nice. Und da kommen wieder ein paar Schleimis. Die sind zum Glück super langsam. Die können uns eigentlich nichts anhaben. Sehr gut. Und hier drüben war nichts mehr. Oh. Voll reingerannt. Hintern Hals geballert. Da gibt es auch nichts mehr. Alles klar, wieder ein Raum geklärt. Und ab in den nächsten. Super. Nice, alle drei getroffen. Diese kleinen Spinnen sind echt übel. Zum einen sind sie schwierig zu erwischen, zum anderen sind sie auch echt schnell unterwegs. Und wir sind Level Up, sehr gut. Wir haben 20 HP bekommen. Super, und wir können
das hier freischalten, dass wir mehr Ausdauer haben. Und Onus Pro Omnibus Trophäe haben wir erhalten, weil wir die zweite Stufe erhalten haben. Sobald du genügend Fertigkeitspunkte zugewiesen hast, werden für sämtliche Familienmitglieder individuelle Familieneigenschaften freigeschaltet. Super cool. Familieneigenschaften kommen der gesamten Familie zugute. Je mächtiger ein Familienmitglied wird, desto mächtiger wird die komplette Familie. Okay, also was haben wir hier? Gemeinsam voran. Die Familie bewegt sich gemeinsam und bleibt nah beieinander, wodurch die Geschwindigkeit der gesamten Familie erhöht wird. Okay. Da haben wir neue Skills, die wir freischalten können. Super cool. Also es ist schon aktiv jetzt. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Wenn wir schneller unterwegs sind, dann können wir natürlich auch besser ausweichen. Und da haben wir eine Truhe. Mal schauen, ob wir sie lebend erreichen. Bisschen mehr Abstand gewinnen. Und es gab nur Geld, keine Fähigkeit. Wir haben bis jetzt noch gar keine Fähigkeit bekommen. Da sind wir hier durch mit dem Level. Hier gibt es noch was. Was haben wir hier? Teufelskreis. Erzeugt einen Strudel, der sämtliche Gegner zu sich zieht. Okay, das können wir uns auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ab geht's ins nächste Level. Guten Tag. Jemand zu Hause. Da geht's lang. Ich hoffe, dass wir endlich mal HP bekommen. Langsam wird's echt gefährlich. Noch immer mehr Gegner, wie ihr seht. Und jetzt kommen natürlich auch noch die Spinnen. Wenn die uns einmal mit Gift erwischen, dann sind wir eigentlich so gut wie tot. Mit so wenig HP. Da haben wir wieder eine Truhe und einen Edelstein. Auch sehr gut. Von beiden Seiten hier belagert. Also eigentlich eine ganz gute Taktik, immer wieder in den Startraum zurückzugehen. Und da die Gegner ganz gut im Kreis kiten kann, schnappen wir uns erstmal hier die Truhe. Zack, hau raus. Schauen wir uns gleich an das Item. Lass mal hier noch ein paar Skelette versohlen. Und noch ein Edelstein. Oh, da, ich kann es nicht so schnell lesen. Na. Was haben wir hier? Zeitreserve. Setz die Abklingzeiten deiner Fähigkeiten zurück und füllt deine Wutleiste auf. Okay. Nee, ich würde lieber das andere behalten. Das können wir auch mal ausprobieren. Genau, das ist nämlich übel gut. Dann können wir nicht die Gegner in Ruhe bearbeiten. Und die kommen nicht an uns ran. Fähigkeiten haben wir ja sowieso nur eine mit Abklingzeit, von daher bringt uns das eh nicht viel. Da gibt's nix. Und bis jetzt kein einziger Heiltrank gedroppt, das ist echt übel. Schauen wir mal hier in die Kiste. Auch nix, nur Geld, Geld, immer viel Geld, aber ansonsten nix. Na, und machen wir Strudel. Come on. Der hat ja mal gar nichts gebracht. Den müssen wir natürlich weiter vorne an der Front. Oh, und da ist Elite schon wieder. Aber er hat uns noch nicht bemerkt. Das heißt, erstmal so viel wie es geht drumherum clearen.
Jetzt geht's noch. Weg. Na, komm mal raus. Nice, er ist gefangen. Oh. Weg. Doch, doch, wir können ihn besiegen. Nice, wir haben ihn. Und endlich Leben gedroppt, sehr gut. Oh, üble Spinne. Hier oben war auch noch irgendwo was. Ja, da. Übel. Da geht's weiter. Hätte es auch noch einen Gang gegeben, aber... Oh. 14 HP noch. Strudel. Sehr gut. Oh, da kommen Gegner unendlich. Und von hinten kommen auch noch welche. What the heck? Es nimmt kein Ende. Oh, ich häng. Oh, und da kommt schon wieder die Freaks. Strudel. Leben. Killing Spree. Nice. Weg. Noch ein Bäumchen am Start, sehr gut. Der ist auch weg. Da geht's weiter. Hier ist noch eine Truhe. Nice, Leben. Nice, wir sind fast wieder Full HP. Super gut. Also heute mal eine Folge mit Überlänge. Endlich. Vielleicht kann ich euch endlich mal einen Boss zeigen. Ja, wir sind hier am Ende vom Level. Doch, da gibt es schon einen Boss. Dann, let's go. Da haben wir zwei Truhen. Geld ohne Ende, sehr gut. Und hier nochmal Leben. Dann... Schauen wir mal, was uns erwartet. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Boah, übel. Ist halt alles voller Spinnennetze. Das
teilt man sich also keine Chance. Gar keine Chance. Aber zumindest konnte ich euch meinen ersten Boss zeigen. Oh. Und wir haben wieder einiges an Kohle gemacht. Dauert nur etwas, bis die Blaze es ausgerechnet hat. Also fast 400 haben wir gemacht, super gut. Also, dann war es das fürs Erste mit The Children of Morta. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in den Seidenhöhlen. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.